Was war mein Ziel? Ich muss mal gucken, wo ich mehr von denen hier abkriege. Es ist leider zu wenig. Ja, doch, jetzt kommen wir mehr. Jetzt kommen sie mehr. Jetzt kommen sie alle angelaufen. Da haben wir sie. Platte. Oh, sogar besser als meins. Nehme ich. Ah, kann man leider nicht während des Kampfes. Das kann man. Das kann man einrichten. Das können wir einrichten. So, läuft. Haben wir sogar ein bisschen, sogar was Besseres gefunden beim Leveln. Genau, den Bären kann man auch holen. Ich glaube, die geben 10%. Nein, die geben genauso nur 5%. Gibt der noch was? Nein, der gibt leider nichts zum Fortschritt. Ja, Bezirzter. Komm, da helfen wir mal ein bisschen mit. Ey! Ey! Ey, ich will dir helfen. Ich brauche sowieso ein bisschen was von davon. Danke, ich brauche den Stuff. Ah, hier. Die Eier. Eier, wir brauchen Eier. Du nicht nehmen Eier. Hehehe. Du bist sowieso 110, du brauchst das nicht. Du brauchst das sowieso nicht. Okay, dann können wir mal. Warte mal, ich pull mal hier den ganzen Scheiß. Und gehe rüber. Und hol mir dich. So, da haben wir schon mal eine ganz große Gemeinschaft aufgebaut. Oh, shit. Es sei denn, die Gemeinschaft meint mich die ganze Zeit hier rumzuflickern. Vielleicht habe ich mich ein bisschen überschätzt, was das mit der Gemeinschaft hier angeht. Warte mal, den hole ich mir weg. Genau, und dich hole ich weg. Läuft. No one gives a fuck. Perfekt, dann mache ich die Eier kaputt. Die Eier kaputt machen ist ja viel angenehmer. Ich wusste doch, dass das noch eine zweite Möglichkeit gab. Boom. Boom. 8% für Eier kaputt machen. Ich liebe Eier zerquetschen. So, läuft. Brauche ich nur noch eine Feder und dann sind wir auch hier durch. Ach, Schatztruhe. Du bist die Letzte. Du bist die Auserwählte. Du bist die Auserwählte. You are the one. Hier. Bam. Bam. Tot. Federn, Schatztruhe, ich bin zufrieden. Läuft. Da haben wir schon mal, ja, knapp die Hälfte. Wenn wir jetzt abgeben, haben wir die Hälfte sozusagen. Läuft. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr wunderschön. Ich liebe es. Man weiß es nicht, aber ich liebe, wenn alles nach Plan läuft. Ich bin ein sehr großer Planer. Das wissen nur die wenigsten. Ich mag das gerne organisieren, ein paar Sachen. Ich bin auch einer, der wirklich seinen Tag vorplant. Ich bin kein so spontan. Spontan ist mir immer so ein bisschen so, nee. Aber so plan, ich liebe Plan, das passt. Und wenn Pläne immer aufgehen, oh, das ist so, das ist fast wie eine Befriedigung für einen. Zwar nicht besser als Sex, aber ja. Man nimmt, was man kriegen kann in dem Fall. Ich werde nie vergessen, dass ich euch so, genau, dann treffen wir uns da unten. Und finden das Geheimnis heraus, dass das alles nur kleine Verräterrusse sind. Alles kleine Drecksäcke, die einen nur verraten. Der Fluss nährt uns. Das ist natürlich sehr wunderschön. Sie werden die Kadaver der von euch erlegten Harpien sehen. Wie viele Erfahrungspunkte? Yo. Warte, ich weiß, hier war auch noch was. Genau. Zack. Da merkt man schon, dass sie hier darüber diskutieren, was hier vor sich geht. Eigentlich hätte man den Braten schon riechen sollen, aber den Braten haben wir noch nicht gerochen. Der Champion, der die Hexe des Waldes besiegt hat, ist hier. Und ja, die Braten, die Waldhexe besiegt hat, ist hier. Ist hier. Mann, diese Tauren haben immer so ein einschläferndes Gespräch. Ich bin nachsichtig mit euch, Fremder. Ja. Ich zeig dir, was ich drauf habe, indem ich mich unter Beweis stelle. Aber natürlich. Wissen wir, wie es ausgehen wird. Es wird nicht super gut ausgehen, es wird beschissen ausgehen. Sehr, sehr beschissen. Naja, it's a trap. Was erwartet man hier? Tote Drogbars, da denkt man so, ach, Drogbars. Und dann sieht man so einen fetten Navarok, der. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, das hat auch Obi-Wan gesagt und dann wurden sie gefickt. Vorsicht! Es ist. Eine Falle. Ah, mal mehr Seelen kommt und akzeptiert euer Schicksal. See ya, Baby. Ist auch geil, dass er stirbt und ich einfach mal am Leben bleiben darf, aber der Held stirbt nie in der Geschichte. Der Held ist der Held. Halt. Wäre komisch, wenn der Held jetzt einfach sterben würde. Okay, komm. Hilf mir dieses Schicksal. Na komm. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren. Okay, es sei denn, es kommt immer noch Hilfe dazu, dann vielleicht.
nehme ich alles zurück, was Schlammkrabben-Niveau angeht. Aber es kommen auch Drogbos dazu. Ha! Wenn du deine geilen Dudes holst, hol ich meine coolen Dudes. Oh shit. Aber er hat mehr. Oh, wir haben mehr coolere Dudes als ihr. Ja, komm schon. Deine komischen Splatter-Scheiße da, die kannst du irgendwo in einen Horrorfilm abziehen, aber das zieht bei mir nicht. Sia. Okay, wir sollten fliehen, solange wir noch die Gelegenheit. Okay, wir können nicht fliehen, wenn hier jemand gerade noch ein bisschen die Fresse poliert bekommen will. Lässt sich einrichten. Lässt sich einrichten. Fresse polieren steht auf Nummer 1 meiner Tagesliste. So, können wir jetzt fliehen, bitte. Ja. Lasst uns von hier verschwinden. Wir sind der Stein. Zack. Und tschüss. Wow, wir sind der Steinboy. Ring. Perfekt. Besser als meins. Super, nehme ich direkt. Kette. Ne. Okay, ich werde dich ernähren. Ich werde deine Wunden versorgen. Warum er auch nicht redet, ist auch komisch, weil eigentlich kann er reden. Das hat ihm Mutter Gott geschenkt. Okay, wir müssen jetzt Leute finden. Und ein paar Leute töten. Ach, da. Steinchen! Du bist so süß. Ich rette dich. Du liegst auf dem Boden. Du liegst im Dreck. Ich muss dich aus dem Dreck befreien. Was haben wir noch? Rettet Splitter. Split und Splitter. Hm, sehr gut. Da hat sich jemand ganz, ganz viel Mühe bei der Namensgebung gegeben. Da dachte er sich, ah, Split. Ja, da können wir auch gleich den anderen Splitter nennen, ne? Okay, tot. Deine Visage hat mich einfach so ein bisschen genervt. Ich wollte, oder wie im Gothic-Style-mäßigen, ich wollte dich einfach mal wieder im Dreck liegen sehen. Das ist so die Standardaussage. Genau, da ist Splitter, der lebt noch. Aber kann man das auch von Split sagen? Liebt denn der Split? Oder hat der ein Splitter? Ah! Der war schlecht. Wir kriegen einen noch einen besseren rausgehauen. Dafür muss sich die Situation leider noch dazu ergeben. Oh, die Natur. Natur greift an. Ja, ich töte beides. Man muss das Gleichgewicht halten. Das Gleichgewicht. Das ist das Gleichgewicht. The balance, man, the balance. Und tschüss. Wir fehlen noch 5. Da ist Split. Aus dem wurde leider nur ein Bananasplit. Dieser armselige Steinling bewegt sich nicht. Sein Tod war kurz und noch, das versichere ich euch. Wow, soll mich das trösten, Bro? Soll mich das trösten, dass du so nett zu denen bist? Das tröstet mich rein gar nicht. Das, was du mit denen gemacht hast, werde ich mit deinem Fußvolk anstellen. Die werden auch nicht lange leben. Das kann ich dir auch versprechen. Ihr Ableben wird genauso kurz und schmerzlos wie der vom Stein. Von Splinter. Navaroks Spielzeug wird ihm gegen mich nicht. Ich finde es ja auch witzig, dass er gleich so in sagen wir mal, T-10 Minuten gleich sterben wird. Das ist ein Versprechen. So fast wie DHL verspricht, ich liefere deine Ware unbeschädigt und sie tun es nicht. Aber in dem Fall, wenn ich es sage, da stimmt es. Wenn ich sage, du wirst gleich tot auf dem Boden umfallen, dann wirst du gleich tot auf dem Boden umfallen. Das sind Versprechen. Daher, die halte ich gerne ein. Ja. Man merkt es. Er sucht schon Ausreden. Du suchst Ausreden, Junge. Das hilft nicht. Du wirst sterben. Du wirst einfach sterben. Wie der Rest von deinen kleinen, komischen Fußclan. Die werden alle sterben. Es ist zwar negativ, aber ihr werdet alle sterben. Alle sterben. Alles tot. Tot. So. Du machen so, ich machen so. Buff. Tot. Guck mal, dein Kopfgeld ist schon ausgesetzt worden. Oh, Baby, weißt du, wie ich mich freue, gleich dir deine Fresse zu polieren? Oh, die Freude ist groß. Gehen wir mal los. Vor allen Dingen, da können wir noch gleich noch die Quest ansetzen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Excellento, warte mal. Sollten wir mal schon mal auf jeden Fall so weit ankommen, dass wir die Bonusmission aktiviert? Na komm, Bonusmission, aktivier dich. Der Hammer von Kaskarot gehört. Ja. Laber. Rabalababa. Oh, damn. Habe ich leider mir. Wo ist mein Clan-Member, wenn man ihn braucht? Okay, er ist hier.
So, ich hoffe, du hast sowas wie Farondis, irgendwelche Meteoritenattacken, die hier mir jetzt aus der Patsche helfen, weil das sind ein bisschen zu viele für mich. Wenn du sowas hast, bitte jetzt zünden. Ansonsten sieht das gar nicht mal so schlecht für uns aus. Boom, Bitches, ne? Ihr habt euch mit den zwei falschen Motherfuckers angelegt. Perfekt. Geh ja mal hier eure Waffen kaputt, die sind sowieso scheiße. Eure Waffenarbeit ist sowieso kacke, ich tue euch neuen Gefallen dabei. Was ist das für eine Holzarbeit, Mann? Meine Mom kann besser Waffen bauen als ihr. Oh, scheiße. Hier, fahrt zur Hölle. Damn. Guck mal, ich tue euch einen Gefallen, die sehen jetzt sogar noch besser aus als vorher. Davor war scheiße, jetzt habe ich aus Scheiße wenigstens ein bisschen was gemacht. Aha. Okay, hier, kommt. Ihr drei steht noch auf meiner Agenda. Ich glaube, ihr seid auch die Letzten, die ich brauche. Dann reicht das eigentlich auch. Einer der schnellsten Bonusmissionen. Zu meiner Freude. Darüber freue ich mich sehr. Oh, außer wir sterben gleich. Aber Hand auflegen, saved. Klären das. So, Kollege. Ich weiß, dass hier noch irgendwo da oben eine Bonus... eine Truhe war. Die werde ich mir noch schnappen und dann komme ich und hol mir deinen Whoop Your Ass, wie man so schön sagen würde. Wat? Wat? Hier war aber was. Das weiß ich zu 100%. Das kann nicht sein. This cannot be. What? Wie kann das sein, dass hier... Warte mal, irgendwo war da was. Das kann nicht sein. Ich erinnere mich, da war irgendwo eine Truhe. Nein! Shit. Oh, da habe ich einen Safe Call gemacht. Hat mich noch gerade so den Arsch gerettet. Das Opfer war nur ein sehr geringes. Ich glaube, ich habe ein bisschen... Nein, habe ich nicht. Gut. Sehr schön. Haben wir uns in die Freiheit gerobbt. Lasst sie nicht über diese Brücke oder ich ziehe euch das Fell über die Ohren. Also deine... Wow. Du schickst mir einen Macker vor, der mich aufhalten soll. Oh, du hast sehr viel Selbstvertrauen in dir. Komm her. Komm, ich... Oh, shit. Nicht schlecht. Ich nehme alles zurück. Du hast ein bisschen vielleicht mehr drauf, als ich dachte. Leider wird dir das in dieser Situation nicht weiterhelfen. Dein komischer Kollege wird gleich sterben und du mit ihm. Guck mal, ich habe meinen Clan. Oh, damn. Du bist vielleicht doch noch besser, als ich gedacht hatte. Wir wollen dich aber nicht so weit poolen. Nee, nicht, dass du meinst, ich muss jetzt zurücklaufen und mich resetten. Komm schon. Zeig, was du drauf hast. Komm schon. Du schwingst doch immer hier so fette Wörter, pimpst dich die ganze Zeit, hypst dich so hoch und jetzt enttäuschst du mich? Jetzt enttäuscht du mich? Du willst mich jetzt im alles entscheidenden Moment täuschen? Ja, fahr zur Hölle. Turok wird die Dunkelsteine nicht länger stören. Lasst uns aufbrechen ins Heimatland meines Volkes. Ins Heimatland meines Volkes. Warte mal, ich will erstmal hier gucken, bevor wir in dein Heimatland des Volkes gehen. Irgendwo hier war eine Truhe. Ja, okay. Gibt es scheinbar nicht. Gut. Ey! Du hättest mich aber ruhig auch mitnehmen können. Naja, okay. Ich kann das noch nicht benutzen. Sehr schön. Meine Waffe ist nochmal um einiges gepimpter. Echt erstaunlich gut, um ehrlich zu sein. So, da müssen wir mal hier ein bisschen weiter weg. Hätte ich jetzt noch meinen Paraglider, hätte ich den benutzt, aber ich musste mich aus einer bremslichen Situation retten. Sonst wäre ich gestorben. Ist hier vielleicht was? Oh, sieht nicht einladend aus. Ich glaube, da gehe ich nicht mal rein. Dann gehen wir mal und statten ihn einen Besuch ab. Da weiß ich, dass man da auch eine kleine Questreihe abschließen kann. Und das passt. Ich glaube, sobald wir das Finale abschließen, sind wir durch. Durch. Einfach so, puff, durch. Geil. Es läuft alles nach Plan. Ich liebe Pläne. Okay, wo ist jetzt die Höhle? Das ist natürlich die... Ach, da. Never mind. Vergesst, was ich gesagt habe. Es funktioniert ganz gut. Ich weiß, dass man hier auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen machen. Ah, hier, Brofist. Ja. Läuft bei euch. Ja, ich weiß. I know, we are the motherfucking pimps. We are the fucking pimps, man. Das hält eine Stunde an. Läuft bei euch. Gib Fäustchen. Ja, natürlich. Brocode und so.
Ich bin zurück. Erweist diesen. Ah, schade. Ich habe jetzt. Ich kann leider nicht reiten, aber wir sind eine Frau. Wir sind eine unerschütterliche, uneinnehmbare Frau. Wir schaffen das. Statue von Muckibrühl, okay. Netter Name. Zack. Ah, komm schon. Scheiße. Ich dachte, man kann cheaten. So ein Cheat Day, aber Cheat Day gibt's hier scheinbar nicht. Wir haben nur Hand Day, Leg Day. Keine Ahnung. Genau. Das ist das, was ich meinte. Zeit mal den Nachbarn einen Besuch abstatten. Die veranstalten illegale Schneckenrennen. Das ist hier leider in der Höhle verboten. Das machen wir leider nicht. Ist leider nicht erlaubt. Die sind zwar neutral. Die kleinen Murlocs. Zwar sind das für mich keine Murlocs. Aber darüber kann man streiten. Hier, illegale Schneckenrennen. Ich sehe es doch hier. Guckt euch das an. Guckt euch das an.